Mal sehen, welche Nachrichten die Devisenmärkte am Dienstag, dem 9. Januar, erschüttern können. Hier ist der Wirtschaftskalender. Um 6:45 wird die Schweizer Arbeitslosenrate für Dezember erscheinen. Eigentlich ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz kein Thema, da die Rate im November auf nur noch 3% gesunken ist. Zwei Presseberichte über die deutsche Wirtschaft im November erscheinen um 7 Uhr, darunter Industrieproduktionsdaten. Seit 2 Monaten geht die Produktion sowohl von Anlagegütern als auch von Konsumgütern zurück. Gleichzeitig wird die Handelsbilanz vorliegen. Im Oktober hat sich der Handelsüberschuss verringert, da die Exporte leicht nachgaben und die Importe stiegen. Um 8 Uhr wird die Schweizerische Nationalbank die Höhe der Devisenreserven veröffentlichen. Im November gingen die Reserven gegenüber dem im Vormonat erreichten Rekordhoch zurück. Die Arbeitslosenquote der Eurozone für November wird um 10 Uhr vorliegen. Die Arbeitslosigkeit ist seit 3 Monaten rückläufig und liegt nun auf dem niedrigsten Stand seit Anfang 2009. Um 13.15 Uhr werden die kanadischen Baubeginnstatistiken für Dezember erscheinen. Die Daten vom November überraschten positiv, da die Anzahl der Baubeginne auf ein 9-Monats-Hoch kletterte. US-Stellenangebotsstatistiken für November sind um 15 Uhr dran. In den letzten 5 Monaten ist die Anzahl der Neustellen stets höher als 6 Millionen. Nach einer Pause wird um 1.30 Uhr nachts der chinesische VPI für Dezember erscheinen. Im November rutschte die Jahresinflation vom 10-Monats-Hoch vom Vormonat ab. Und der chinesische Erzeugerpreisindex für Dezember ist zur gleichen Zeit dran. Die Erzeugerpreise stiegen im November weiter an, wenn auch langsamer als um je 6,9% im Oktober und September. Dies war der Wirtschaftskalender für Dienstag von mir, Jessica Walker. Die nächste Übersicht wird Presseberichte für Mittwoch umfassen. Auf Wiedersehen.